Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Warcraft 3 Gameplay. Das ist jetzt der dritte Teil, den ich aufnehme. Ihr habt das Video gestern ja gesehen. Die anderen beiden sind ja direkt geleakt. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt einfach mal ein Gameplay hinbekommen, wo nicht irgendwer aus dem Spiel abhaut. Also das wäre wirklich mal todesnice. So, erstmal hier Hi, dann unser Wohnort, also Germany. Und dann schreiben wir Destroyers and Spiders. Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja, was soll ich großartig sagen? Ich hoffe einfach mal, dass ich ein bisschen besser geworden bin als vorher. Ich suchte wirklich extrem viel. Ich habe jetzt auf meinem Profil schon über 100 Games. Oder es müsste jetzt sogar das 100. sein. Nee, warte, ich habe glaube ich... Stats sind glaube ich gerade 48 zu 49. Also 97 Games habe ich gerade. Und ja, da fehlt mir auf jeden Fall nicht mehr viel bis zu 100. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also wie gesagt, ich bin auch gerade einen einzigen Punkt, also einen Sieg, bin ich unter den 50%. Das ist, also früher war das immer so eine richtige Grenze, so bis 50% war es so voll gut. Und sobald du weniger als 50% Siegesrate hattest, warst du quasi der größte Noob im Spiel. Aber ich habe den Altar jetzt ein bisschen zu spät gebaut. Dafür kommt der Ziggurat aber viel zu früh. Bauen wir mal da so hin. Noch ein bisschen mehr hier hinbauen. Jetzt haben wir hier so einen großen Weg, der ist ein bisschen zu breit. Bauen wir da mit dem Ziggurat noch nach. Ja, auf jeden Fall... Es ist mehr Gold erforderlich. Passt der hier rein? Ja, der passt hier sehr schön hin. Auf jeden Fall war das früher so eine richtige Grenze. So weißt, wenn du so weniger als 50% Siegesrate hattest, dann warst du so ein kompletter Noob. Und ab 50% war dann alles okay. Da gab es zum Beispiel immer so einen Raum, der hieß AT, also arrangiertes Team, wo du halt zusammen mit anderen halt gegen andere Teams spielst. Also 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4 und so weiter. Und da war es halt auch so, dass da immer gefragt wurde, so, ja, ich suche Partner irgendwie ab 50% oder so, immer eigentlich. Und dann kam ich immer an mit meinen, weiß ich gar nicht, ich glaube, ich hatte da immer so 47%. Ja, weil einfach meine Mates natürlich immer scheiße sind, teilweise. Teilweise stimmt das sogar echt. Also eigentlich sagt man das so nicht. Und klar, man könnte jetzt auch sagen, ja, dann spiel doch alleine. Das Ding ist, ich bin einfach so ein richtiger Teamspieler. Ich hasse es, alleine zu spielen. Das ist halt einfach so und deswegen gibt es ja auch dieses Teamspiel, ne, weil man da halt eben mit anderen zusammenspielen kann. Und daher sehe ich das auch gar nicht allzu sonderlich schlimm an, wenn man dann ja, Team spielen möchte anstatt alleine. Nur leider ist halt die Tatsache so, dass man dann immer so, also dass man dann halt immer das so als Ausrede nutzen kann, so, ja, dann musst du halt nicht alleine spielen, man muss halt alleine spielen so. Wie gesagt, ich bin halt eher der Teamspieler. Daran ist ja auch gar nichts verwerflich. Ne? Wenn man jetzt nur 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 spielt, dann braucht man sich, glaube ich, nicht darüber beschweren, weil klar, wenn man dann, das ist, da ist eh nur Gemasse, da geht es eigentlich gar nicht großartig um Skill. Wir bauen mal noch eins direkt hier hin. So, weil wir können gerade eh nichts bauen. Bis unser Held kommt, haben wir auch wieder genug Gold zusammen, dass wir da was machen können. So, er creept direkt, er creept sich hier tot. Mantel der Intelligenz, bestes Item. So, dann nehmen wir einmal diese Route mit, dann können wir nämlich direkt loscreepen, so 2, 3, 1, 2, 3. So, dann nehmen wir 2 von denen mit und gehen dann hier direkt zum ersten Spotty. Der mal lacht, der mal lacht, der mal lacht. So, der da hinten gibt das Item, das habe ich schon herausgefunden. Meine Maus backt gerade so ein bisschen. Ja, können wir den ein bisschen wegbewegen? Ich glaube, ja, überlebt er? Der überlebt tatsächlich. Okay, nice. Perfekt, jetzt stirbt er zwar trotzdem, aber egal. Also, Funianität des Wissens, es gibt uns überall plus 1. Das ist auf jeden Fall ganz okay. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Geht auf jeden Fall schlechter. Außerdem habe ich jetzt vergessen, hier ein Dings zu bauen. So, der soll mal aufhören, meinen Held anzugreifen. So, meine Maus, ich habe hier so eine, ich weiß gar nicht, Rocket... Razer Auroboros oder so, ist so eine ja, kabellose Maus. Die ist eigentlich an sich, ist die mega chillig, aber ja, die nervt halt an sich übelst ab. Oh, die haben, bauen direkt eine Echse. Entweder wir machen die kaputt oder. Ja. Weiß nicht, ob er die attacken will jetzt oder ob wir den einfach machen lassen. Der hat jetzt auch schon 2 Einheiten immerhin. Ich gehe einfach mal mit zu ihm, wenn ich creepen wir da oben oder so. Na gut, er will anscheinend angreifen. Der scheint auf jeden Fall zu wissen, was er macht. Warum ist denn der Altar da? Oh, da ist schon der, unser Gegner.
Ja, der Human, der Nachtelfer ist natürlich jetzt ziemlich angeschlagen. Er kann auf jeden Fall noch einiges an Schaden ein. Also kann nicht mehr so viel einstecken. Aber jetzt sind wir ja da. Jetzt können wir hier einen Gegenangriff starten. Auf jeden Fall ist hier auch schon der Human, der jetzt erstmal schön auf die Fresse kriegt. Komm, den kriegen wir. Meine Rache gehört euch. Meine Geduld ist erschöpft. So, der müsste tot sein. Ja. Mann, hallo! Oh, meine Fresse, diese Maus, Alter, ohne Spaß, ey. So, er will jetzt auch die Echse haben. Klar, weil das Beste, was man natürlich gegen eine Echse machen kann, ist einfach selber eine zu bauen. Hoffentlich klappt das jetzt auch. Also, warum sollte es nicht klappen, aber ja, trotzdem. Das Wichtige ist natürlich erstmal hier die Gnollhütte kaputt machen, das ist ganz wichtig. Dauert sogar ziemlich lange, obwohl die gar keine Rüstung hat. So, sehr schön, haben wir das schon mal kaputt gemacht. Ja, Digga, ist ja okay. So, die kann er auch gerne haben, also ich will die jetzt nicht unbedingt. Außerdem baue ich hier mal noch einen aus. Rolle der Bestie, das ist schon mal ein ziemlich nice Item, was wir da gedroppt bekommen haben. Kraft kann ich gebrauchen, wenn mein Held ist. Hat als Hauptattribut ja Kraft, das hatten wir ja glaube ich schon beim ersten Teil. Außerdem sind wir jetzt... Digga, was? Das habe ich gar nicht geskillt! Oh Mann, ey, diese Custom Keys sind so scheiße, Alter. Die sind so behindert einzustellen, weißt du, anstatt dass man macht... Der erste Spell wird zuerst gezeigt, der zweite als zweites und der dritte als drittes. Wird einfach der zweite Spell wird als drittes bei dem Custom Keys angezeigt. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, wie der heißt, weil ich einfach dachte, ja komm, die werden schon so intelligent sein. Wow, jetzt haben wir so einen Kack-Spell, Alter. Fuck, das ist sogar doppelt scheiße, weil wir ja, weil halt der andere, der ist ziemlich gut. Also 10% Bonus auf Bewegung und so weiter, das ist schon, kann schon einiges ausmachen. So, ich hoffe einfach mal, dass unsere Einheiten hier rauskommen. Wir machen extra mal gegen den Baum hier. So, der wird jetzt einiges an Tower da auch haben. Er will direkt angreifen. Er will die Echse gar nicht groß angreifen. Er will direkt rein. Rein in die gute Stube. Ja, jetzt ist das auch wieder auf 3. Oh Mann, das ist so nervig. Ja, auf jeden Fall können wir auf jeden Fall das hier erstmal gut machen. Gucken, was hat er da? Ein Tower. Zwei Tower. Okay, eigentlich baut man nur einen. Mal gucken, wann die TP'en. Außerdem bleibe ich mal mit meinem Held weiter hinten. So, Double TP ist aus. Jetzt können wir einfach zurückgehen eigentlich. Was gut ist jetzt halt einfach die Tatsache. Ja, genau. Wir haben jetzt eben keinen TP mehr. Der hat auch keinen Shop. Ah, doch hat er. Okay. Shop hat er. Sorry, Leute. Sorry. Wollte euch hier nicht triggern. Shop hat er, aber ja, er kann ja nicht viel machen. Hier hat er auch nur einen, drei Tower. Oh, gut. Ja, drei Tower ist dann schon eher das, was man auch normalerweise hat. Wir sollten ja aber auch eigentlich nicht zu deep reingehen, weil sonst sind wir die Nächsten, die hier keine TPs mehr nutzen können. Gut, aber der hat die nicht wirklich gut verteidigt. Also das ist ja nicht gerade der beste Human. Normalerweise baut man da halt immer so 10.000 Tower hin. Weil, wie gesagt, du kannst sie halt meistens nicht so gut verteidigen. Siehst du ja jetzt. Jetzt kommen erst die Gegner. Meine Geduld ist erschöpft. So, die sterben natürlich wie die Fliegen, die Soldaten. Ganz klar. Können wir hier direkt die Route einsetzen. Mit der Leiche, die angeblich nicht da ist. So, er hat jetzt hier schon das Ding eingesetzt. Das müsste unser Held jetzt auch einsetzen. Also, unser Mate hier. Oh, halt er die nicht? Halt er die nicht? Er halt sie im letzten, aber echt im letzten Moment. Okay, okay, okay. Ja, das sind halt so Hero-Focuser, ne? Es gibt halt zwei Arten von Warcraft 3-Spielern. Entweder die Leute, die halt immer auf die Heroes gehen. So, müssen uns jetzt auch hier zurückziehen, natürlich. Können ja nicht alleine fighten. Haben aber auf jeden Fall gut was weggenommen. Die Echse steht auf jeden Fall jetzt erstmal still. Wir haben dagegen eine. Das ist ziemlich nice. Also, hat auf jeden Fall funktioniert, was wir da gemacht haben. Lief auf jeden Fall, Leute. Läuft bei uns. Ganz guter Angriff. Kann noch irgendwas dazu sagen? Irgendwas, was ich vergessen habe? Nee, eigentlich nicht. Also der Angriff war auf jeden Fall ganz gut. Hat uns natürlich jetzt auch einiges an Ressourcen abverlangt. Vor allem meine Spinne, für die kümmert sich aber auch irgendwie keiner. Gut, dann schicken wir die mal zurück. So, dann verkaufen wir das hier mal. Dann können wir uns erstmal ein TP holen und holen uns ein neues, weil eine Aufladung reicht eh normalerweise nicht. Wie gesagt, das Gute ist, dass er halt Soldaten hat, die sterben recht schnell. Da habe ich also direkt im Kampf diese Route der Totenbeschwörung, die ich dann einsetzen kann. Das ist ziemlich nice.
die ich mir jetzt erstmal neu hole. Kriegen noch 10 Gold, wir sollten dann vielleicht erstmal unter 50 Supply bleiben, würde ich sagen. Noch. Wir haben jetzt auch 1-1 Upgrades, ist auch ziemlich nice. Jetzt haben wir auch endlich unsere Lebensregie. Wir bleiben aber auch nur noch so lange unter 50. Warum? Wo läuft die hin? What the fuck? Och, die Gruft hat sich irgendwie verdingst, dass jetzt irgendwo anders gespawnt ist. So, eigentlich das Beste ist jetzt eigentlich immer ein direkter Rego. Ein ziemlich schneller. Er baut jetzt ganz viele Archer und Urturm der Wunde. Ah, natürlich da, was auch sonst. Mal gucken, 100 Gold. Er hat ja die Echse, wenn er jetzt nicht gerade lief. Wenn er jetzt lief, das wäre so behindert, ohne Spaß, Alter. Ich glaube, der ist raus. Och, Mann, ey, guck mal, ich habe immer so ein Pech, Alter, ohne Spaß. Ich habe mir das mal aufgeschrieben gehabt. Ah, ich habe es dann nicht, ich habe es wieder gelöscht dann. Von mir sind, glaube ich, bisher in 100 Games sechsmal Leute gelieft und beim Gegner dreimal. Das ist, weiß ich nicht, du kannst doch nicht so ein Pech haben, ey, ohne Spaß. Ja, das gönne ich denen nicht, Alter, ohne Spaß, das ist so unverdient. Jetzt einfach das Einzige, was man jetzt halt noch machen kann. Oh, jetzt habe ich das Aussehen auf 2 gemacht. Fuck, Alter. Ja, gut, meine Scheiß-Statue kommt natürlich nicht hinterher, ey. Jetzt einfach hier straight rein. Alles oder nichts. Gut, keiner hat da geklickt angreifen, aber ja, man kann da trotzdem doch, ne? So, weil die höchstwahrscheinlich dann von hinten kommen werden. Mal so hier. So, jetzt letzter Kampf, Leute. Alles oder nix. Ja, gut, der Spawn, er spawnt halt ziemlich nice. Ja, guck mal, der hat halt gar nichts, ja. Ja, keine Ahnung, wo meine Helden sind. Guck mal, die sind so schlecht, ohne Spaß, Alter. Das sind richtige Vollspastis und ich verliere halt einfach wieder, weil mein Mate einfach da so scheiße ist. Beziehungsweise er ist nicht scheiße, aber er lief halt einfach. Ist natürlich dann schlecht. Ist auch scheißegal, als ob die sterben oder nicht. Ja, wow, mein Held lässt sich surrounden. Ist es dein Ernst, Alter? Das ist nicht dein scheiß Ernst. Ey, ich hasse dieses Dreckspiel. Guck mal, weil der Held auch irgendwo dahin läuft, wo er überhaupt nicht hin soll, Alter. Ey, das ist so ein Kackspiel, Mann. Es ist so oft so, du schickst den Helden irgendwo hin, der gibt einfach einen Fick drauf. Der gibt einfach einen Fick da drauf. Ja, wow, weißt du, schon wieder verloren, weil dieses Dreckspiel, Mann, dass man so schnell auch die scheiß Verbindung verliert, ey. Ohne Spaß, ey. Was für Hurensöhne arbeiten denn an so einem Spiel? Testen die das auch gar nicht? Geben die da so einen Fick drauf? So, ach ja, man verliert total schnell die Verbindung. Komm, das lassen wir einfach mal so. Ja, mein Gott, GG. Schon wieder eine unfaire Niederlage. Mal wieder. Toll gemacht. Also Props wirklich an Blizzard. Klasse. Dieses ultra faire Matchmaking, das ist so geil, ohne Spaß. Ehrlich, es ist halt echt mega oft so. Ich habe sie auch hingeschrieben, dass ich schon 11 Noob-Allies hatte. Und das ist wirklich so. 6 davon haben einfach geschrieben, dass es ihr erstes Game ist. Warum kriege ich dauernd Leute, die ihr allererstes Game machen? Ja, ansonsten kann man nicht viel sagen. 49% Siegesquote. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, meine Freunde. Kathings, bye.